Wir haben gerade auf dem Podium ganz viel abstrakt zum Thema Arbeit 4.0 gehört und ich habe mich an einigen Stellen gefragt, wo versteckte sich denn da das Thema Weiterbildung 4.0? 4.0 als Begriff zeigt uns ja schon jetzt als Weiterentwicklung von vielleicht 1.0, 2.0 oder 3.0, die ich glaube ich verpasst habe, dass wir eine hohe Dynamik haben an Weiterentwicklung in der Lebenswelt, in unserer Arbeitswelt. Und Weiterentwicklung heißt auch immer, ich muss neue Dinge lernen. Insofern ist Weiterbildung oder lebenslanges Lernen oder Learning just in time, wie Frau Wagner das ausgedrückt hat, ein immanenter Bestandteil von 4.0. Jetzt haben Sie gesagt, damit Unternehmen das leben können, müssen sie im Prinzip auch ein bisschen was tun. Was könnte denn für ein änderungswilliges Unternehmen der erste Schritt sein? Erstmal zuhören. Das erste ist, den Mitarbeitern zuzuhören. Was habe ich denn für Bedürfnisse? Weil meistens ist es so, wenn Unternehmen wüssten, was sie eigentlich wissen, könnten sie noch erfolgreicher sein. Das bezieht sich zum einen auf die eigenen Mitarbeiter, auf die eigenen Strukturen. Die wissen meistens schon ganz gut, was ihrem Unternehmen gut tut. Und das andere ist, dem Markt zuhören, den Kunden zuhören. Also ich glaube, zuhören ist der erste Schritt und dann eine Offenheit für Weiterentwicklung, für Veränderungen überhaupt erstmal haben. Weil die Frage müssen sich Unternehmen stellen. Bin ich denn überhaupt bereit, mich weiterzuentwickeln und Veränderungen zuzulassen und das dann auch zu leben. Wenn ich jetzt Mitarbeiter in einem Unternehmen bin, das das noch nicht so lebt, ich es aber gern hätte, ganz platt, wie sage ich es meinem Chef? Über Zahlen. Unternehmer, Geschäftsführer sind zahlengetrieben und oft lässt sich ja der Nachweis relativ einfach darstellen, wie kann ich effizienter arbeiten, wie kann ich effektiver arbeiten, wie kann ich für mein Unternehmen ob das jetzt ein Produkt ist oder Prozesse, Workflows entwickeln, die uns erfolgreicher machen. Das ist immer ein ganz guter Anknüpfungspunkt. Also Chefs mögen Charts mit Zahlen drauf. Mhm.